Markus Brezel, AfD-Europaabgeordneter, steht vor allem für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. So unterstreicht er, dass das Europäische Parlament für ihn zwar relativ gesehen das demokratischste Gremium in der EU sei, dies aber bei weitem nicht bedeutet, dass es demokratisch sei. Herr Brezel, können Sie uns das bitte näher erläutern? Ein demokratisches Grundprinzip ist unter anderem die Gleichheit einer Wahl. Das ist ein Prinzip, was in der Europäischen Union bei der Europawahl nicht umgesetzt ist, sondern wir haben eine Situation, in der der durchschnittliche maltesische Wähler ungefähr das 10-fache Stimmgewicht eines deutschen Wählers hat. Und das Grundprinzip von One Man, One Vote, das muss auch in der Europäischen Union umgesetzt werden. Dafür steht die Alternative für Deutschland, dafür stehe ich hier im Europäischen Parlament. Was stört Sie an der gegenwärtigen EU? Mich stört, dass unter anderem auch die Gewaltenteilung als ein demokratisches Grundprinzip in der Europäischen Union nicht umgesetzt ist, weil nicht das Parlament die Kommission kontrolliert, sondern die Kommission über das Parlament letztlich herrscht und weil Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union bedauerlicherweise nicht mehr die Rolle spielt, die der Rechtsstaatlichkeit eigentlich zukommt, ebenfalls ein wichtiges Element für einen demokratischen Staat und für einen demokratischen Staatenbund. Und ich möchte eben nicht wie die Mehrheit in diesem Parlament einen europäischen Superstaat mit 500 Millionen Bürgern, mit 24 Amtssprachen aus 28 Ländern. Das ist nicht die Europäische Union, die ich mir vorstelle, weil ich nicht glaube, dass Demokratie besser wird, wenn man sie größer macht. Sondern wir brauchen wieder eine Bürgernähe und eine Demokratie, die sich mehr an den Regionen orientiert, an den Kommunen orientiert, näher am Bürger ist, Subsidiarität nicht nur im Munde führt, sondern tatsächlich umsetzt. Herr Brezel, hat die EU in ihrer jetzigen Form eine Zukunft? Die Europäische Union hat nur dann eine Zukunft, wenn sie von den Bürgern getragen ist. Und von den Bürgern getragen kann sie nur werden, wenn sie transparent ist. Wenn die Bürger das Gefühl haben, dass sie auf dem Weg zu dieser Europäischen Union auch mitgenommen werden. Und das bedeutet zum Beispiel auch mehr Rechtsstaatlichkeit, dass wir uns wieder an die Verträge von Maastricht und Lissabon halten, dass wir uns an Kopenhagener Kriterien orientieren und dass wir nicht ständig Rechtsbrüche durch die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten tolerieren und sogar noch weiter befeuern. Ich glaube, dass hier bereits alle Schamgrenzen gefallen sind und dass wir dauerhaft neue Verträge brauchen, weil nur dann die Möglichkeit besteht, dass sich die Vertragsstaaten auch wieder an diese Verträge halten werden. Und das halte ich für essentiell. Wir brauchen keine Europäische Union, die ihr Recht so gestaltet, wie sie ihr Handeln bereits vorgenommen hat, sondern wir brauchen eine Europäische Union, die ihr Handeln am Recht ausrichtet, eben rechtsstaatlich ist. Und nur dann hat sie eine Zukunft, weil sie nur dann von den Bürgern Europas auch getragen wird. Spielen Sie hier etwa auf die gegenwärtige Diskussion zum Freihandelsabkommen mit den USA an? Auch das spielt eine Rolle, denn beispielsweise wäre es nötig und ein demokratischer Grundsatz, dass wenigstens die Parlamentarier in dem nötigen Umfang in die Verhandlungen mit den USA einbezogen sind und auch hier eine gewisse Transparenz hergestellt wird. Vor allen Dingen macht mir Sorgen, dass wir den Fokus derzeit doch sehr auf den Investorenschutz legen und sehr viel weniger auf den freien Handel, den die AfD in aller Konsequenz befürwortet. Denn das ist letztlich die Grundlage dieser Europäischen Union, weil er gemeinsamen Wohlstand für uns alle geschaffen hat. Können Sie uns Ihre ablehnende Haltung zum Investorenschutz an einem Beispiel illustrieren? Es gibt ein sehr aktuelles Beispiel auf Grundlage eines Freihandelsabkommens zwischen Uruguay und der Schweiz. Hat der Schweizer Tabakkonzern Philip Morris eine Klage vor einem Schiedsgericht, vor einem internationalen Schiedsgericht eingereicht. Und zwar auf entgangenen Gewinn in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar. Und 2 Milliarden US-Dollar, sofern sie denn letztlich Philip Morris zugesprochen werden sollten von diesem Schiedsgericht, würden bedeuten, dass ein Sechstel des Haushaltes von Uruguay in diesem Schiedsverfahren letztlich dem Tabakkonzern zugesprochen werden würden. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf das demokratische Selbstbestimmungsrecht eines Staates, wenn es sich mit solchen Schadenersatzforderungen konfrontiert sieht. Hier ist das geradezu existenzieller Natur. Welche Konsequenzen könnte TTIP an dieser Stelle mit sich bringen? In Deutschland geht es vor allen Dingen um Datenschutzstandards. Es geht um Arbeitnehmerschutzrechte. Es geht um Umweltschutzstandards. Es geht um Verbraucherschutzrechte und auch um Patientenrechte. Und all diese bürgerlichen Rechte
müssen Vorrang haben vor einem Investorenschutz für Unternehmen. Das sind bürgerliche und demokratische Grundrechte, die nicht auf diesem Wege eingeschränkt werden dürfen. Letztlich geht es darum, dass die Souveränität der europäischen Staaten und die bürgerlichen Freiheiten Vorrang haben müssen vor dem Recht von Unternehmen auf Gewinnerzielung. Herr Pretzell, Sie haben gerade die ersten Tage in Straßburg hinter sich. Wissen Sie schon, welche Aufgaben auf Sie zukommen? Ja, wir sind hier in der ECR sehr gut aufgenommen worden, gehören damit zur drittstärksten Fraktion hier im Haus. Der Einfluss, denke ich, hat sich hier in den ersten Tagen zwar noch nicht zählbar niedergeschlagen, aber man hat doch einen Eindruck davon bekommen, dass man mit einer so starken Fraktion durchaus auch etwas bewegen kann. Ich persönlich bin über die Fraktion jetzt im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und auch im Ausschuss für Verfassungsfragen. Beides Aufgaben, auf die ich mich sehr freue.